bin der Nico, ich bin 20 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Verkäufer, die zweijährige. Ich habe mich für die Ausbildung im Einzelnen entschieden, weil mir das Arbeiten im Team Spaß macht, die flexiblen Arbeitszeiten und weil ich der Kontakt mit Menschen mir auch sehr, ziemlich viel Spaß macht. Der Tag ist nie gleich, du hast jeden Tag einen anderen Alltag. Ich arbeite super gerne mit meinem Chef persönlich zusammen, weil das so eine, sage ich mal, Bro-Ebene halt ist und das funktioniert halt einfach reibungslos, da arbeitest du halt Hand in Hand. Der perfekte Arbeitstag ist eben ein Spätdienst in meinem Fall. Und ich arbeite auch super gerne samstags, weil samstags ist eben viel los. Du hast viel Kundenkontakt, du kannst vielen Kunden helfen. Lebensmitteleinzelhandel habe ich mich nie für interessiert, bis ich dann eben in meinem Unternehmen Teilzeit angefangen habe, um zu gucken, ist es was für mich oder eben nicht. Und ich war nach 4 Wochen so positiv überrascht, dass ich dann gesagt habe, jawohl, ich möchte einen Ausbildungsvertrag. Und die waren auch sofort auf meiner Seite und haben gesagt, ja, Nico, wir wollen dich hier im Team haben. Und so kam das dann eben zustande. Klischees gibt es sehr viele im Lebensmitteleinzelhandel. Zum Beispiel, ihr seid doch nur Palettenschubser. Das ist so, was ziemlich oft gesagt wird. Weil das sind eben die Menschen, die das nicht sehen, was steckt dahinter, wo kommt die Ware her, wie kommt die Ware ins Regal, von wo kommt die Ware. Und eben auch die Arbeitszeiten, das schreckt viele ab, sage ich mal. Oder dass man auch an einem Samstag arbeiten muss, das ist auch so ein Klischee. Ja, du hast kein Wochenende. Ja gut, aber ich habe mein Wochenende eben unter der Woche. Und ich finde, ich bin produktiver, wenn ich einen freien Tag unter der Woche habe, anstatt einen Samstag frei zu haben. Ich brauche das zum Beispiel nicht. Mit dem Ausbildungsgehalt komme ich gut klar. Ich wohne alleine, habe ein relativ neues Auto und kann mir das entspannt leisten und finanzieren eben auch. In meiner Freizeit mache ich dann Kraftausdauersport, habe ich jetzt für mich entdeckt. Ansonsten eben ist mein Hobby noch mein Auto. Da verbringe ich sehr viel Zeit mit. Wenn ich die Verkäuferausbildung abgeschlossen habe, mache ich das dritte Jahr, also den Kaufmann im Einzelhandel. Wenn ich den erfolgreich absolviert habe, würde ich gerne in meinem Unternehmen den Handelsfachwirt machen, um eben dann irgendwann Filialen zu führen oder andere Führungspositionen einzunehmen. Also der größte Teil der Kunden schätzt unsere Arbeit, ist auch sehr dankbar für den Job, den wir leisten. Wenn ich euch einen Ratschlag geben darf, probiert es selber aus, geht Probearbeiten, fragt einfach mal nach, darf ich bei euch mal ein Praktikum machen, kann ich bei euch mal reinschnuppern oder sonst was, guckt, ist es was für mich oder nicht. Du wächst ja, jedes Mal wächst du, wenn du eine Erfahrung machst, wächst du und deswegen do it.